Willkommen, willkommen. Wir, eine Sekunde? Ja, habe ich. Die Radarstation zu übernehmen war eine reife Leistung. Aber es ist noch nicht vorbei. Ja, ja. Es sieht aus, als würden sie immer noch Daten von hier senden. Der schnellste Weg, das abzustellen, ist, ihre Satellitenschüsseln zu zerstören. Aber wo sind die oder was? Ich bin ziemlich sicher, dass ich drei davon auf den Dächern in der Gegend gesehen habe. Aha. Nimm dir ein bisschen Sprengstoff und jag sie hoch. Beeil dich. Hey, was wird das denn? Hey, cool bleiben, cool bleiben. Ah, gut, du bist zurück. Ich bin ziemlich sicher, dass ich drei davon auf den Dächern in der Gegend gesehen habe. Nimm dir ein bisschen Sprengstoff und jag sie hoch. Und beeil dich. Die wissen bestimmt schon, dass wir hier sind. Okay, I gotta do that. I gotta do that. Ja, endlich diese Gegend hier wieder total schön. Hat sie die jetzt markiert? Zerstöre die Satelliten. Also geht es. Achso, es geht die um die Close. Ich bin der Deputy, der alle ausgeschaltet hat. Weißt du, diese ganzen Leichen, die hier überall rumliegen, die sind von mir. Die hab ich erzeugt. Was war das? So, Satellitenschüsseln kaputt machen, für was man nicht alles gebraucht wird, oder? Das ist wirklich der Wahnsinn. Was ist los? Was ist jetzt los? So, greifen die jetzt echt diesen Außenposten hier an, den wir komplett besetzt haben? Sind die B-Shire? So. Bye, bye. Hayabina, Hayabina! Kann ich mich darüber dingsen? Ich weiß es nicht. Wo ist denn jetzt noch ein Feind? I don't know. Ich wollte eigentlich einen Wingsuit benutzen, aber so geht's auch. Jetzt ist hier ein feindlicher Heli oder was? Ah, hallo. Baba, B. Nee. So, Achtung. Es stört den überhaupt nicht. Was mache ich hier überhaupt? Nala! Wow, shit! Yeah, Frequenzrauschen ist bestanden. Was haben wir denn hier, Klötsch? Nixon? Sag mal, greifen wir uns ja echt immer noch an? Du. Bist du böse? Ah ja, das ist böse. Fuck! Peaches! Peaches, you need to fuck him hard, please. Jawohl, jawohl. Und den auch noch. Danke. Okay. Mach ihn auch da. Komm schon, komm schon, komm schon. Den da, da vorne. Peaches habe ich im Griff. So. Bitte mal aufhören, hier zu brennen, bitte. Ich muss doch jetzt der Klötsch-Nixon-Mission machen. Dafür brauche ich alle meine Gliedmaßen, bitte. Ja, ja, ja. Greift ihr jetzt schon wieder an? Das ist doch erst ein verschissener Scherz, oder? Sag mal, wo kommen die denn die all die Jahre her? So, jetzt aber Ruhe, ohne. Ha? So, los geht's. Klatsch-Nixon 3, 2, 1. Pow! Das ist so geil. In den Wochen im Vorfeld des 10. Mai 1971 konsumierte Klatsch-Nixon, der größte Stuntman des bekannten Universums, gewaltige Mengen an Zigaretten, rohen Eiern, Whisky und Wolfstestosteron, wobei letzteres ihm direkt in den Tränenkanal injiziert wurde. Dieser ausgewogenen Ernährung schrieb Klatsch auch zu, dass er das als Godzilla bekannte Berghangrennen überlebte. Klatsch stieg an diesem Abend mit einem teilweise ausgerenkten Steißknochen ins Bett. Und mit dem wohligen Wissen, dass dieser Stunt niemals wiederholt werden wird. Klatsch, das glaube ich aber nicht. Boom. Mach ich dir sehen. Den hassel ich dir. Was müssen wir jetzt machen? Okay. Haben wir auch das Zeug genommen? Sind wir jetzt auch cool, hallo? Ich weiß es nicht, ob wir das jetzt genommen haben. Oh nein, Klatsch, fuck! Okay, ist das schwer. Ist schwerig. Dude, das ist so squaring. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Ey, das ist sackschwer. Ich habe gerade die ganze Zeit nur gebremst. Das glaube ich auch. Irgendwie brennen wir auch immer noch, ne? It's getting hard. Yeah. Ach du Scheiße. Na, merkst du was? Merkst du was? Oh mein Gott. Ja. Da hast du recht. Da sagst du was. Ey, ist das, wenn ich auf Eis fahren würde? Einfach schon, wie es ist. Aber jetzt weiß ich, wie der Haar schlaft. Ist wirklich Präzision gefragt. Präzision, Alter. Präzision. Das mache ich dir locker. Oh, mache ich dir das hier. Weiter, egal. Weiter, einfach. Oh Gott. Oh Gott. Nein. Weg, weg, weg. Sieht das so einfach aus? Ja, ja, ja. Das sieht so einfach aus hier. Eine Meisterleistung.
Das war nice. Da, 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 da. Ich habe übrigens vorgenommen, oder ich werde es jetzt so machen, dass ich diese Mission hier halt noch so durchspiele, diese ganze Chose. Und wenn es da nichts mehr gibt, dann werde ich noch ein bisschen in der Karte reingucken und ab dann einfach abwarten, bis der Season Pass endlich mal in Aktivität tritt und wir die Zombies zerfisten können. Darauf freue ich mich schon extrem und auch auf diese Alien-Geschichte freue ich mich sehr. Aber im Moment ist es ja gerade gar nicht möglich. So, wir haben nur Prepper-Verstecke und wir haben hier unten wieder Dave und Skylar. Okay. Wo stehen wir jetzt gerade? Wir stehen da drüben. Wo war Dave und Ding? Ah, da oben. Okay, na dann. Ich gucke einfach mal, wie weit ich jetzt von hier komme. Den Rest porten wir uns. Ah, da los geht's. Huh. Ich bin Klötsch Nixon. Klötsch. Oh mein Gott, wir sind so gut. Ob wir da drüben über den Hügel kommen? Nee, ne? Nee. Wir sinken zu schnell und fallen zu sehr. Wir sinken zu sehr und fliegen zu wenig nach vorne, oder? Doch, das reicht. Ich zieh alles hoch, was geht. Ja, das passt. Da bleiben maximal unsere Massive Balls hängen an der Kante da unten. Aber mehr auch nicht. Mehr auch nicht, mein Freund. Ja. Jetzt machen wir mal so ein bisschen krassen Kram. Mhm. Ihr wisst Bescheid. Ich bin der Überflieger. Wortwörtlich. Hier auch nochmal Achtung. Oh, was macht er denn hier? Um Gottes Willen. Diese Action ist man wirklich sonst nicht von mir gewohnt. Ich weiß. Nicht von dieser Welt. Aber ob ich das da vorne auch schaffe, das wird auch geschafft, oder? Um Gottes Willen, es sieht nicht so schaffbar aus. Aber wenn ich nah an den Boden komme, kriegt er manchmal noch so eine Art Auftrieb. Vielleicht. Shit. Okay, diesen Ding schaffen wir nicht, aber vielleicht da drüben. Komm schon. Ja. Zieh noch ein bisschen hoch. Oh Gott, okay, warte. Es ist einfach zu träge. Ich dachte, ich kann jetzt da links durch und dann rechts runter. Sorry, Leute, sorry, hey, sorry. Ich porte mich jetzt direkt. Ach ja, wir keulen die Schwachen, bis sie nicht mehr schwach sind. So, und here we go. Ich mach sogar nur die Reise. Komm, was soll's. Dass wir ein Stück laufen können. Die Musik ist so entspannt, oh mein Gott. Huh. 172, beides gleich weit entfernt. Ist hier vielleicht eine Car? Was ist denn das? Dude, what's the matter? We can find something to the hearing. Und ein Safe. Alles klar. Und da fährt ein Auto. Das gehört schon mir. Halt, stopp. Du. Shit. Bleiben Sie mal stehen. Stehen bleiben. Polizei. Ja, super. Muss ich halt da für das letzte Stück. Peaches! Peaches, hol sie dir. Fuck, Peaches, hier ist eine Schlange. Mach die down, bitte. Peaches, Ist das jetzt eine normale Mission oder was ist das denn ein Schönes? Bin das Handy, ich kann jetzt nicht Handy, Mandy. Faulers Zuflucht. Okay. Hallo! Oh, warte. Allmächtiger, ich hoffe wirklich, du bist hier, um Hallo. Zu helfen. Dann kann ich es nicht nehmen, schade. Ja, ich bin hier, um zu helfen. Ich bin übrigens Dave, der Fowler. Wade und ich leiten das Fangzentrum gleich die Straße runter. Ich sag dir was, Wade kümmert sich nur um die Tiere. Ich hingegen befasse mich tatsächlich mit den Verkäufen. Besonders diese Cheeseburger-Wackelkopf-Figur, das war meine Idee. Und dann hat Jacob praktisch alles mitgenommen. Ich hatte Glück, mit dem bisschen zu entkommen. Das wirkliche Problem ist aber, dass sie meine Cheeseburger-Wackelkopf-Figuren geklaut haben. Hast du eine Ahnung, was die wert sind? Oh Mensch, hey! Das sind verdammte Sammlerstücke. Ehrlich, die sind total beliebt. Ich weiß schon, worauf es hinausläuft, wir müssen den Scheiß sammeln. Ich wäre reich, wenn ich die online verkaufen würde. Also, wenn wir nie wieder Internet haben. Wenn du dir nicht sicher bist, wie sie aussehen, dann findest du eine da drüben auf dem Tisch. Das ist die einzige, die die Schweine gelassen haben. Bastard! Oh mein Gott, du hast welche gefunden? Bitte, was auch immer du tust. Finde auch die anderen. Danke, Kumpel. Okay, aber ist mir egal. Ist mir egal, ne? 5 von 10, naja. Eigentlich ist es ja ziemlich einfach, wenn wir uns die Karten kaufen. Mit den Karten finden wir immer direkt den richtigen Punkt. Wartet mal kurz, hä? Hier war doch erst noch jemand voll close, oder? Oder ist es dieser George, der sich jetzt bewegt hat? Hier war doch eben noch ein zweiter. Oh, fuck, dude. Nee, Rastplatz. Gut, dann machen wir hier wieder einen Absprung hin und
Dann komme ich direkt zu ihm hin. Diese Wackelpuppen. Also ich weiß nicht, ob ich das auch noch mache in den Videos. Das ist, solche reinen Sammeldinger sind jetzt wirklich überhaupt nicht spannend. Das müssen wir alle zugeben. Ich denke, das werde ich dann wahrscheinlich nicht zeigen. Wenn ich es überhaupt mache. Also. Wingsuit! Noch vor ein paar Jahren hätte ich alles auf 100% gewurstet. Aber man kann schießen. Ach, schließen. Aber mittlerweile ist die Zeit leider so knapp. Ich kann mich einfach nicht mehr richtig fallen lassen, so wie früher. Früher habe ich wirklich Spiele um des Spielen Willens gespielt. Hallo, Dude. Au! Ziemlich klasse. Verdammt, ich hätte mir damals erweiterte Statistiken patentieren lassen sollen. Ich bin George. Ich behalte für Eli die Straßen im Auge. Sag ihm, was die Peggys vorhaben. Früher war hier alles voller lachender, ballspielender Kinder. Hab ich ihnen beigebracht. Hab in der Minor League gespielt. War Shortstop für die Hope County Cougars. Aber das ist lange her. Lange vor diesem verdammten Krieg. Ich hab meine alten Karten durchgesehen. Diese Sektentypen haben unser ganzes Team getötet. Hätte schwören können, dass ich noch das Set aus meinen aktiven Tagen habe, aber einige fehlen. Ich sehe, du hast schon ein paar, aber ich brauche wirklich das ganze Set. Komm wieder, wenn du alle hast. Wäre gut, die Leute an die gute alte Zeit zu erinnern. Alles klar. Auch wieder eine Sammelaktion. Somit hat sich das auch erstmal für uns erledigt. Gibt es überhaupt noch irgendeine Mission, die wir machen können? Da ist was, hier. Chad Volansky. Wird wahrscheinlich auch irgendeinen Scheiß, zu dem fahre ich jetzt mit dem Auto von dem... Von dem George. George. Kann eigentlich der Puma einsteigen? Nee, super. Der will wieder nicht einsteigen, der Kerl. Ach, nee, aber. Habe ich das Ding markiert? Ja. Wo ist denn mein Wegpunkt? Ah, da ist er. Na, also, blub, aufgetaucht. Hier. Bitteschön, Umweltverschmutzung. Wow! Alter, wie das geklatscht hat. Okay. Ich will gar nichts von dir, Mann. Labest du mich so blöd auf von der Seite? Ich bin ja gerade am Auto fahren. Ich möchte bitte konzentriert fahren können. In meinem Auto müsste so ein Schild dran hängen. Bitte nicht mit dem Fahrer sprechen. Warte mal ganz kurz bitte eine Sekunde. Oh mein Gott, ich habe gerade eben so Panik bekommen. Leck mich am Ärmel. Puh, ich dachte eben, ich habe ja letztens die Basisleinwand umgestellt von OBS, ne? Und ich gucke hoch. Und denk, weil ich so geguckt habe, dachte ich, das Bild wäre abgeschnitten. Aber ihr seht alles, ne? Ja. Ist der Ton? Ja, der Ton läuft auch. Um Gottes Willen. Mir ist ja schon einmal so ein blöder Fehler passiert, dass ich hier aufgenommen habe und das Mikrofon auf 100% war. Und ein andermal habe ich bei Fallout eine ganze Folge aufgenommen, die ich neu machen musste, weil sie nicht richtig großgezogen war. Aber das hier ist ja automatisch großgezogen. Das Far Cry wird ja auf dieser etwas höheren Auflösung bereits dargestellt. Gottes Willen, habe ich gerade einen Schock bekommen. Weil hier kann ich nicht zurückspulen. Das ist ein bisschen kacke. Bro. Ach, der will wieder Fleisch, der so schlecht spricht, da, der Kerl. Okay, warte kurz. Ja, bitte. Gut, wir müssen, was war das, Büffel, Bisons überfahren? Ach, du shit, bro. Oh, du shit, dude. Ist zwischen uns und dem Ding Water nicht? Alter, nehmen wir natürlich den direkten Weg. Ah, das ist Peaches. Den Scheiß brauchst du nicht mehr, gell? Dass der nicht richtig sprechen kann, ob das an dem Bart liegt? Ich habe auch einen Bart und kann normal sprechen. Oder zumindest mittelnormal, ja. Oh, nee. Den Stumpf habe ich nicht gesehen. Oh, Büffelchen, ich komme! Wie sonst? Mäusens, ich komme. Ich überfahre eins in drei. Oh, da ist ja direkt ein Bär. Schade. Mäusens, hello. So kann man den Puls shit. So kann man den Puls shit. David. Da war einer, oder? Okay. Wartet kurz. Was war mit ihm los? Und zwar brauchen wir das hier. Wo seid ihr? Da drüben läuft was. Da links. Ah, ist ein Boot. Buffel! Buffel! Don't stop me! Don't stop me! Also having a good time! Having a good time!
Komm mal da raus. Wow, wow, wow. Geh mal hoch. Ja, renn. Geh mal. Shit. Bist du down? Ah, der ist down, ne? Ja, der ist down. Sehr schön. Da haben wir schon mal den ersten. Da drüben läuft jemand. Ich sehe den. Ich guck voll verkrampft in die Ferne. Peaches, hast du gerade einen Büffel gelegt? Du erzählst gerade Schmarrn, ne? Der ist tot. Oh mein Gott. Okay, wo ist das nächste? Da unten? So, dann stinkt hier, oder? Oh no, it's a stank tire! No! Das kommt jetzt bestimmt, pass auf. Da ist es. Peaches, renn! Der stinkt nicht voll! Und das ist ein Honey Badger. Stehen geblieben! Ah, ich wollte gut nicht aussteigen. Da vorne ist der nächste Büffel. Wo hupt man? Auf F. Achtung, Büffel! Ach Gott, schnell geh aus dem Weg, du Dummkopf! Ah! Wow! Sie jagt auch mit dem Auto! Richtig taffe Snatch. Ah, sehr gut, der ist down. Ist die Frau echt auch gerade im Auto unterwegs? Nee, fährt weg. So, noch ein Büffelchen brauchen wir. Ach, hier ist das ist generell eine Strecke hier. Okay. Hoppala. Warte, da kio mio mad, da putzi bu. Oh, Büffel! Achtung, am Mensch, hier, schnell aus dem Weg! Ach, so ein Pech. Ich hab gehupt. Meine Schuld ist es nicht. Ich hab gehupt. Ist er schon down? Ja, nice. Oh. Und schon haben wir es geschafft. Chat, wir kommen gleich zu dir. Mit unserem Ultra Racer Car vom George. Das ist echt ein krasses Ding, ne? Incoming, Chat. Boah. Komm, ein bisschen lenken noch, Autolein. Schön! Boah. Boah, Alter, was ein Driver. Hey, Bui. Ich bin fertig. Ich hab deine Buffels. Bitte. Tipsy. Ja, danke schön. Den ich geklaut habe? Ja, das war doch der von George. Welcher Wagen? Dude, welcher Wagen? Oi. Warum sehe ich hier nicht? Der labert von irgendeinem Auto, ich sehe das Auto nicht. Naja. Haben wir jetzt noch irgendeine Mission überhaupt? Ist noch irgendwas da? Seht ihr was? Ruft Kasperle, ein Krokodil, wenn ihr was seht. Nee. Bam. Ich glaube, es ist tatsächlich geschafft. Wie gesagt, diese ganzen Prepper-Verstecke und so weiter. Und die Schreine, das ist ja, glaube ich, also es ist eher so eine Sammelgeschichte. Ohne Story, ohne Charaktere, die irgendwas Lustiges labern. Einfach nur diese Sammelei. Ich denke, da werde ich jetzt nicht mehr... Aha, auf einmal ist sie wieder da. Auf einmal ist sie wieder... Halt, bevor wir abspringen. Moment. Wir haben jetzt ja... Wir haben jetzt ja diese Ultra-Power hier, ne? Und zwar wilder. Warte. Ha! Oh, ich dachte... Oh. What the fuck? Ich dachte, damit kann ich jetzt vielleicht ein Auto wegboxen oder so, weil ich jetzt so wild bin. Es brennt sofort. Hey, Bro! Look at thee, dude! Hey! Hat der gerade Bomben abgeschmissen? Nee, ne? Der verrückte Kerl rennt weg. Okay, gut. Dann machen wir jetzt noch die hier unten. Aber ich denke, dann ist doch erstmal rum mit den... Also hier, weil dann gibt es ja nichts mehr zu tun. Ich werde dann natürlich die DLCs vorstellen, sobald sie da sind. Es kommen auf jeden Fall mindestens zwei, aber es kommen sehr sicher drei, aber ich kann nur zwei benennen. Und zwar ist das eine,
Also ein Zombie-DLC und das... Fick. Wo ist denn die? Da. Da ist irgendwas. Da vorne. Warte. Scheiße. Da unten. Doch, jetzt hier krieg ich's angezeigt. Ist doch da unten. Und das andere ist so ein Alien-Ding. Ich komme, Zamanda! Oh, fuck. Was? Hey, du! Mein verfickter Ex hat meine Angel und will sie nicht rausrücken. Hilfst du mir, sie zurückzubekommen? Ajo. Du bist bewaffnet, oder? Schieß ein paar Löcher in seinen Krempel und jag ihm etwas Angst ein. Mach ich. Hallo! Schieß auf seine Gitarre! Reicht es dir schon, Dylan? Hey, Dylan? Okay! Ich hab doch gesagt, dass er gar nicht hier. Nimm deinen Gast! Dylan, du bist echt ein Pieser. Weißt du das? Verdammt. Nach allem, was die Sekte hier angerichtet hat, kann ich nicht glauben, dass er meint, die beste Möglichkeit zu überleben wäre, sich ihnen anzuschließen. Er rafft es nicht. Ich versuche, uns hier rauszuholen. Also, es gibt da diesen Riesenfisch namens der Admiral. Es gibt einen Haufen Geld, wenn man ihn fängt. Und das ist dann unser Ticket raus aus diesem Höllenloch. Dylan ist manchmal so ein Idiot. Ach, ich muss mal den Kopf freikriegen. Und das kann ich nur beim Angeln. Warum kommst du nicht mit? Ja gut. Ich würde mich freuen und kann dir dabei gleich ein paar Tricks zeigen, wenn du willst. Bin ich dabei. Du hast da was hängen. Ein Bimpel. Angeln wir etwa hier an diesem krass laufenden... Ich bin immer mit Schulfreunden hierher gekommen. Eine Kühlbox voller Bier und ein Boot. Mehr braucht es nicht. Von denen ist niemand mehr da. Wo ist dein Boot? Sie haben sich entweder Edens Gate angeschlossen oder... Naja, du weißt schon. Nur Dylan und ich sind noch übrig. Komm schon. Ja, und jetzt? Können wir jetzt auch irgendwo hingehen, oder? Das merkst du nicht. Sehr gut. Das ist schon mal sehr realistisch, wenn ich sie von hinten annehme. God save the wet head. Eine Menge Wolfsfallen in letzter Zeit gesehen. Die Sekte stellt sie auf. Man sagt, sie setzen die Wölfe dann unter Drogen. Das macht sie zu diesen fiesen Monstern, die sie Judges nennen. Wer weiß, vielleicht sind es auch nur Gerüchte. Ja, hast recht. Aber ich habe dich schon gesehen, es ist kein Gerücht. Ich bin unschuldig. Geh doch weiter. Skylar, geh doch weiter, du nervige Blunz. Auf! Oh, da oben, guck mal da. So, endlich. Siehst du die Mücken da drüben? Und die Wasserspritze? Das heißt, wir wollen Fische gefangen werden. Ha. Fange drei Forellen. Du hast eine Angel. Probier sie aus. Ah ja, klar, mache ich dir die easy. Guck mal, wie gut ich angeln kann. So, guck mal, du machst den hier. Die Fische wollen keine toten Käfer, also lass ihn zucken. Oberflächenköder müssen lebendig aussehen. Na los, pass auf, dass die Schnur nicht lass locker, bis der Haken sitzt. Weiß doch, wie das geht. Du den Fisch erst mal müde, bevor du ihn einholst. Ich habe schon 30 Millionen Fische gefangen und sie... Du musst übrigens die Angel benutzen. Mit der Hand geht es nicht so einfach. Ja, ja. Guck mal, die Forelle ist praktisch schon in meinem Pocket. Bumm. Regenbogenforelle. Hey, das machst du super. Stacy, hast du es gesehen? Hast du das gesehen, Stacy? Guck mal da. Bumm, mit deinem Gesicht. Lady Blue. Achtung. Woo. Komm her, Fisch, komm her. Hier, komm her. Na, komm her. Komm. Oh, da hat er ihn schon wieder. Locker. Ach, ganz einfach wird das. Ganz, ganz einfach. Fürchterlich einfach. Ja, komm her. Und schon habe ich ihn, Stacy. So schnell kannst du gar nicht irgendwie, gar nicht gucken. Wunderbar. Ich höre von ihr nur Gelaber, aber fängt sie irgendwas? Sie wedelt nur mit der... Guck mal, das kann ich auch. Ist es produktiv? Ich glaube nicht. So, Fischis, ran mit euch an der Speckes. Ran mit, oh Gott, habe ich weit geworfen. Stacy, ich habe einen Fehler gemacht, glaube ich. Ganz ruhig, Zuckerschnute da hinten. Ja, da sind sie, da sind sie. Komm her. Ha! Ba, 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 ba. Ah! Oh, das ist ein Dicker! Stacy, das ist ein Dicker! Der ist groß, aber nicht der Admiral. Ja, der ist nicht der Admiral. Ja, ja. Die Leute meinen, er wäre 200 Jahre alt. Kein Witz.
und ein gerissener Mistkerl. Am Batman-Yachthafen winkt ein Batzen Geld, wenn man ihn fängt. Und das werde ich Pitches, tun. Pitches, geh weg. Das Geld ist unser Ticket hier raus. Oh, 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 oh. Stacy, das ist der Admiral. Ah. Stacy, komm mal. Fuck, Stacy, das ist der Admiral. Um Gottes Willen. Boom. Guck mal. Verdammt, du hast echt was drauf. Bing, girl. Das war der Admiral. Wie sie macht. Du bist langsam echt gut. Ja. Ich nur weiter, aber vielleicht kann ich dir später noch mehr zeigen. Und danke fürs Zuhören. Manchmal tut es gut, sich alles von der Seele zu reden, weißt du? Das war's jetzt. Mission geschafft. Schieß sie ins Bein schießen. Oh. Oh. Ich hab nachgedacht. Aha. Also, der Admiral ist ein harter Kopf. Ja. Und ich dachte, es wäre einfacher, wenn wir ihn zusammenfangen würden. Selbst wenn wir halbe-halbe machen, wird es für mich und Dylan mehr als ausreichen. Bist du dabei? Alles sicher? Aber erstmal musst du besser am Angeln werden. Ja. Du hast was drauf, aber mit dem Admiral ist nicht zu spaßen. Wenn du mir einen schönen Stör fängst, dann weiß ich, dass du so weit bist. Ich habe ein paar meiner Lieblingsangelplätze auf deiner Karte markiert. Aber du musst Spezialköder besorgen. Komm zum Claggett-Bootshaus, wenn du soweit bist. Und dann schnappen wir uns den Admiral. Stell dich aber auf einen Kampf ein. Der verdammte Fisch hat echt Zähne. Locker. Ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal so einen einfachen Fisch wie den Admiral gefangen habe. Zack, und schon war er drin. Fange Störe. Wo? Wo sind deine Lieblingsangelplätze? Zeig sie mir. Ja, auf der Karte öffnen, bitte. Ah, Levelstör. So sieht es nämlich aus, nicht wahr? Bumm. Ich kenne mich halt aus. Ja, Löffelstör ist mein Gebiet. Ich war praktisch früher selbst auch einer. Und deswegen ist es gar kein Problem für mich, so einen zu hasseln. Habe ich... Ich habe diese extra Dinger noch nicht dafür. Da drüben müssen wir hin. Das ist so ein typischer Löffelstör-Flusslauf. Das kann ich von hier direkt sehen. Was ist da unten drunter eigentlich? Was ist da? Ist da was versteckelt? Mission? Sieh nach Kim. Warte mal. Die Kim Marina, oder? Warum kriege ich denn das? Warum sagt mir das denn keiner? Dass hier Erquestische ist. Ah, wie ungeschickt. Ach, da war der Wind so ein bisschen zu sehr gegen mich, ne? Kann ich nichts für. Scheiße. Nein. Ich muss noch nach der Kimi gucken. Ah, mach ich jetzt halt, komm. John Seed labert nicht so viel. Hör auf mit dem Scheiß. Fuck. Auf ein neues Jahr, und diesmal werde ich aber nicht auf den Boden klatschen, sondern eine leckere Landung vollziehen und die Kim sofort befreien aus ihrer Pein und das Kind aus ihr raus prügeln. Kim, ich komm. Kim, I'm day like Teddy Bay. Here I am, bam bam. Ich bin eine Hebamme. Bam bam. Mit den Armen. warte. Oh mein Gott, ging das gerade eben sack schnell oder was? Ich klatsche gegen den Baum, ne? Hab da Kim, hör auf zu gebären, wenn ich nicht da bin. Incoming! Oh, schade. Ich wollte mit dem Wingsuit schön ins Haus reinfliegen. Warum bekomme ich solche Sachen nicht als dickes Quest-Symbol angezeigt? Ist ja fast schon frech. Oh oh. Es geht schon da. Es geht schon da? Wo verdammt ist Nick? Oh Gott! Oh, was ist denn hier los, Kim? Wo warst du denn, verdammt? Gib mir deine Hand, unsere Tochter will jetzt auf die Welt. Nein, Nick Junior ist erst nächste Woche völlig au. Au, Kim, du tust mir weh, du brichst mir die Hand ab. Wir steigen jetzt in den Wagen. Komm schon. Au, du bist so stark. Okay. Deputy, du fährst. Ja, Sigi. Na los! Oh Gott! Au. Schnell, die Tür! Beeilung!
So, komm. Müssen wir aber los jetzt, Leute, ja? Ich denke, da können wir doch noch eine Folge draus machen. Also, ich mache das hier jetzt noch fertig, natürlich. Aber das mit dem Stern, sowas mache ich dann ein andermal. Dürfen wir nicht vergessen, wo der ist. Halt dich einfach da vorne links. Jawohl. Die richtige Mucke. Nick? Dir kann nichts passieren. Der Deputy weiß, wie man fährt. Ich weiß, wie man fährt. Casey hat mir ein paar Atemtechniken zur Stressvermeidung beigebracht. Au! Au! Meine Hand! Ich bin nämlich schon mal Auto gefahren. Ich weiß zufällig, wie sowas geht. Oh Gott, sind das Schweine? Wie, was? Fuck! Ich hab die Schweine schon überfahren, ey. Hier eine Ultrakurve. Oh, fuck! In welchem Abstand kommen deine Wehen? Nick, wir sind an dem Punkt vorbei. Ah, ich höre gerade, mein Grill ist zu Hause. Bin ja auch gleich durch. Sorry, ich weiß nicht, wie das bei euch da unten funktioniert. Oh, shit. Hab ich dich überhaupt geheiratet? Dachte, Deputy, langsam und vorsichtig. Langsam und vorsichtig, lächerlich. Falsch, falsche Richtung! Oh, fuck. Ach, Scheiße. Die Lady gehört. Ich hätte gar nicht den Mund offen, die Lügnerin. Okay. Es ist sicherlich kein Spaß, ein Kind zu bekommen. So. Sorry, aber das wird kurz wehtun. Shit. Ich will mir gar nicht vorstellen, wie krass das sein muss. An der Brücke links, danach einfach immer geradeaus. Jawohl! Ah. Ach, das Scheiße. Ist ein Flugzeug, Kim. Das ist doch. Wir packen das, Bleifuß Deputy! Was geht mit dem Flug? Oh. Wer wird da geschlagen? Geschafft. Geschafft. Sind wir schon da? Ist das Kind da? Geht's dir gut? Hä? Mir geht's nicht gut. Nichts hiervon ist gut. Also schön, Partner. Es ist gleich davor. Ich kenne eine Abkürzung durch den Wald. Keine Abkürzung. Halte dich erst rechts, dann links. Bleib auf der Hauptstraße. Nimm die Abkürzung! Was für eine Abkürzung? Ich sehe keine. Bleib auf der Straße! Abkürzung! Oh, entscheide dich! Los. Ich bleib schnell hier auf dem Weg. Oh. Okay, durch die Bäume da! Ja, okay, gut. Scheiße, die Tiere habe ich vergessen! Das ist nicht sicher. Keine Sorge, dieser Truck wird mit allem fertig. Ich spreche nicht von dem verdammten Truck! Sind wir schon da? Ah, das ist es. Die Musik. Hey. Möchtest du deine Patentochter sehen? Oh. Sie ist wunderschön. Ein kleiner Klumpe. Tja, sieht aus, als müsste ich den Namen meines Geschäfts doch noch ändern, hm? Wahrscheinlich hörst du es nicht oft genug, aber danke. Für alles, was du getan hast, wenn du irgendwas brauchst, wir sind für dich da. Seine Hand. Jetzt ab nach Hause. Ah, sehr nice. Das ist nochmal eine coole Sache jetzt hier, damit habe ich nicht gerechnet. Wir müssen dann beim nächsten Mal schauen, ob es noch so ein paar Missionen gibt, die da irgendwie rumliegen, die wir nicht gesehen haben. Aber ja, jetzt für den Moment war es das erstmal. Hallo, Black... Ah, Black Screen ist vorbei. Los, Missionsbeendung. Okay, Sonderzustellung. So, Leute, da gehe ich mal direkt öfflein und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Macht's gut. Ciao, ciao.